In diesem Video stelle ich dir 7 Apps vor, die du für Produktivität und Organisation benutzen kannst. Ich glaube, heutzutage sind wir alle abhängig von unserem Handy und ich bin es auf jeden Fall auch. Und gerade Social Media ist ein extrem großer Ablenkungsfaktor. Vor allem auch, da ich mein Handy persönlich immer bei mir habe irgendwie. Und dann denkt man sich so, ja, mal schnell auf Instagram scrollen, mal schnell da gucken, mal schnell darauf klicken. Und dann werden aus diesen Minuten oft Stunden, oft Tage, oft... Nein, okay, Spaß. Tatsächlich gibt es aber auch Wege, mit denen man sein Handy für Produktivität und Organisation nutzen kann. Wie das alles generell geht und warum ich mein Handy auf schwarz-weiß eingestellt habe, kannst du in dem Video in der Infobox angucken, denn ich habe schon mal ein Video gedreht zum Thema Produktivität auf dem Handy und Ablenkungen eliminieren auf dem Handy. Aber heute soll es wirklich mal nur um die Apps gehen, die ich für Produktivität benutze. Die erste App solltet ihr auf jeden Fall kennen, falls ihr mich schon kennt. Und zwar ist diese App Know Then Pro und ist eine Time-Tracking-App. Time-Tracking ist eigentlich genau das, was das Wort schon aussagt. Also man trackt seine Zeit und man guckt, was man mit seiner Zeit so anfängt. Dank dieser App läuft in meinem Leben ständig ein Timer, der alles trackt, was ich momentan in meinem Leben so mache. Ich habe mir vorab einige Kategorien eingerichtet, auf die ich dann raufklicken kann. Und wenn ich da raufklicke, dann läuft dieser Timer quasi in dieser Rubrik. Also kann ich dann am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende des Jahres gucken, womit ich meine Zeit so verbracht habe. Das Ganze hilft dir, damit du gucken kannst, mit welchen Aktionen du dein Leben und deine Zeit einfach verbringst, wie du deine Zeit effektiver nutzen kannst, wie du vielleicht Aufgaben zusammen batchen kannst, also wie du zum Beispiel Aufgaben, die eigentlich zusammengehören, hintereinander ausführen kannst, um so effektiver zu arbeiten. Das ganze Time-Tracking-Thema ist viel zu umfangreich, um es euch hier in diesem einem kleinen Video näher zu bringen. Aber keine Sorge, ihr kennt mich, ich bin immer vorbereitet. Ich habe schon ein ganzes Video zu diesem Thema gemacht, in dem ich unter anderem darüber rede, was Time-Tracking ist, was es mir bringt, was ich mit den Analysen mache, wie genau diese App funktioniert. Die nächste App ist Trello. Oder Trello. Trello. Ich würde das Trello aussprechen. Man kann es aber auch Trello aussprechen. Ich habe es... ja... Trello. In Trello oder Trello kannst du so verschiedene Boards erstellen und das ist alles so ein bisschen wie so ein Padlet. Wisst ihr, was ein Padlet ist? Eigentlich ist Trello genau wie ein Padlet. Das heißt, man hat so ein digitales Board vor sich stehen, in dem man verschiedene Rubriken hat, die man verschieden benennen kann und dann Sachen reinziehen kann. Beispielsweise habe ich ein YouTube und ein Schulboard. Ich blende es euch hier jetzt mal ganz kurz ein. Dann habe ich halt verschiedene Listen, zum Beispiel mit Videoideen, dann geplant, gefilmt, geschnitten und hochgeladen. Und dann kann ich verschiedene Aufgaben in diese jeweiligen Listen machen und diese Aufgaben auch so rumswitchen. Das heißt, wenn ich eine Videoidee habe, dann mache ich die zu Videoidee rein. Wenn ich das dann schon geplant habe, wie das Video aufgebaut sein soll, wenn ich das schon gescriptet habe und so weiter, ziehe ich diese Videoidee in die Rubrik geplant. Wenn ich das Ganze dann schon gefilmt habe, ziehe ich es weiter zu gefilmt und so weiter. Ich finde diese App bzw. dieses Programm sehr gut, wenn man so verschiedene Projekte hat, an denen man arbeitet, da du damit halt wirklich eine sehr, sehr gute Organisation hast. Ansonsten geht es aber auch für normale To-Do-Listen, falls du irgendwelche To-Do-Listen hast und dann schon sowas machst wie zur Hälfte bearbeitet, dann ganz fertig oder alles andere im Leben. Das zweite Board, das ich habe, ist das Schulboard und dann habe ich dann einfach meine ganzen Aufgaben da und dann sowas wie angefangen, fertig, abgegeben, zurückbekommen, berichtigt und sowas alles. Die dritte App ist sehr kostenlos und sehr einfach zu erwerben, denn das ist die ganz normale Wecker- und Uhr-App, die schon auf dem Handy drauf ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie man es in der Welt soll mir ein Wecker helfen, produktiver zu werden. Und hier ist die Antwort. Für mich hat das viele verschiedene Gründe. Erstens stelle ich mir sehr gerne Wecker. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe gar keinen Bock, dieses Video hier zu filmen, aber ich muss es machen und ich fühle mich gar nicht so in der Lage, das zu machen, aber gar keinen Bock. Dann stelle ich mir oft einen Wecker in 15 Minuten oder so und ich sage mir so, okay, diese 15 Minuten kann ich irgendwas anderes machen, aber wenn der Wecker klingelt, dann fange ich damit an. Das ist ganz einfach so eine psychologische Sache, die bei mir irgendwie funktioniert. Das heißt, wenn ich mir einen Wecker stelle, dann weiß ich so, okay, jetzt fange ich an und davor fange ich nicht an. Das ist komisch. Aber es hilft mir. Die zweite Sache, warum der Wecker gut ist, ist aus dem Grund, da du dort einen Timer hast. Ich persönlich benutze sehr oft und sehr gerne die Pomodoro-Technik. Und diese Technik basiert darauf, dass du 25 Minuten arbeitest, 5 Minuten Pause machst, 25 Minuten arbeitest, 5 Minuten Pause machst und so weiter. Falls du diese Methode ziemlich cool findest, aber noch nicht ganz weißt, wie du das alles unwrappen sollst, kannst du gerne mal in die Infobox gucken, denn ich habe schon einige Videos gemacht, die über eine Stunde gehen und in denen ich einfach diese Methode anwende. Diese Videos sind mit schöner Musik hinterlegt und das heißt halt Study with me, dass wir zusammen lernen können. Und diese Methode läuft quasi im Hintergrund und ich sag dir Bescheid, wenn die Pausen sind, wenn wir so zusammen lernen können. Und ich mache es halt auf meinem Handy mit dem Timer und stelle mir dann diese 25 Minuten oder 5 Minuten Wecker
Timer, um halt zu wissen, wann diese Minuten zu Ende sind. Die nächste App heißt IFTTT. Und zwar steht das Ganze für If This, Then That. Also, falls das, dann das. Wer nennt eine App so? Ja, eigentlich ist der Name ziemlich cool und dieser Name sagt doch eigentlich schon alles über diese App aus. Denn mit dieser App kannst du bestimmte Aktionen miteinander vernetzen. Du musst dich bei dieser App immer mit verschiedenen Anbietern vernetzen, wie jetzt zum Beispiel Instagram, YouTube, Spotify oder auch Google Home oder was es alles gibt. Und dann kannst du verschiedene Aktionen zusammen verknüpfen und das ist eigentlich echt eine coole Idee. Ein Beispiel folgt. Wenn du zum Beispiel sagst, jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, sollen meine Lichter angehen. Das geht natürlich nur, wenn du jetzt auch so Google Home hast oder wie auch immer das heißt, dass du deine Lichter damit steuern kannst. Sonst geht es natürlich nicht. Aber mit dieser App kannst du verschiedene Aktionen miteinander vernetzen, dass wenn du das machst, das passiert. Du kannst auch sowas bestimmen, wie immer, wenn ich ein Video von Lara Emily gucke, schickt diese App eine E-Mail an meine Mutter. Warum sollte man das machen? Das war ein blödes Beispiel. Aber man kann halt einfach so verschiedene Aktionen zusammen verknüpfen. Mein Vater hat irgendwie so eine Verknüpfung, dass wenn wir nach Hause fahren und er dann irgendwas drückt oder so, dass unsere Kaffeemaschine zu Hause angeht. Also man kann damit ziemlich coole Sachen verknüpfen und so erspart es einfach sehr, sehr viel Arbeit. Du musst nicht immer daran denken und du kriegst sofort eine Erinnerung. Die nächste App ist für alle Leute, die bei Instagram was posten. Was wahrscheinlich alle von uns sind, denn ich denke, dass eigentlich jeder einen Instagram-Account hat und jeder da was auch postet. Also, selbst wenn man jetzt nicht eine Person des öffentlichen Lebens ist und irgendwie Instagramer, YouTuber ist und so weiter, sondern generell glaube ich, dass irgendwie auch persönliche Personen, natürliche Personen, auch was posten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eine Person seid, die sich nichts im Internet präsentiert und die nichts postet. Das wäre auch sehr cool. Aber diese App ist für Leute, die auf Instagram posten. Sie heißt Preview. Also Vorschau. Also Vorschau. Und eigentlich ist es doch eine Vorschau. Vorschau. Mein Handy ist ja auf grau. Ich mache es ganz kurz auf normale Farbe, damit ihr auch so seht, was ich damit überhaupt meine. Wenn man auf die App rauf geht, sieht man erstmal meinen ganz normalen Instagram-Feed. Yeah, das ist mein Instagram-Feed. Was das Besondere daran aber ist, ist, dass ich hier bestimmte Bilder reinziehen kann, Bilder, die ich noch posten möchte. Und dann kann ich das alles hier verschieben und gucken, wie es am besten in meinen Feed reinpasst. Und so kann ich quasi meinen Feed planen. Das ist wirklich perfekt für Leute, die regelmäßig auf Instagram was posten, wie jetzt zum Beispiel ich. Ich poste nämlich eigentlich fast jeden Tag ein neues Bild, beziehungsweise ich poste täglich in meiner Story manchmal auch noch ein Instagram Reels und sie hat auch irgendwelche Posts in meinem Feed eben. Aber ich denke auch für Personen wie jetzt wahrscheinlich die meisten von euch, die nur einige Fotos auf ihrem Profil haben, kann es auch sehr gut sein, weil gerade da man so wenige Fotos hat, möchte man natürlich, dass es alles sehr schön aussieht und kann das Foto dann erstmal reinziehen, gucken, passt es von der Bearbeitung her, passt es alles, kann ein bisschen rumschieben und deshalb finde ich eigentlich sehr, sehr gut, da man so diesen ganzen Stress hat, dass man wieder löschen muss, nochmal neu bearbeiten muss und so weiter. Also Preview, sehr gut, um deinen Content und deine Bilder auf Instagram zu planen. Ich liebe die nächste App. Die nächste App heißt HelloTalk und ist für alle Leute, die momentan eine andere Sprache lernen. Ich habe diese App schon mal in einem What's in My Phone Tag Video vorgestellt und da habe ich diese App nicht so toll beschrieben, da diese App auf Kommunikation basiert und man da mit anderen Leuten halt einfach schreibt und ich hatte damals keine Freunde auf dieser App und deswegen war es nicht so cool für mich. Aber momentan habe ich ziemlich viele Freunde und schreibe mit ziemlich vielen Leuten, deswegen jetzt kann ich sie empfehlen. So, ganz von vorn, was ist HelloTalk? Wenn du dich bei HelloTalk anmeldest, gibst du zwei verschiedene Sachen an. Einmal deine Sprache, die du muttersprachlich sprichst oder eine Sprache, die du halt sehr, sehr gut kannst einfach. Und die zweite Sprache ist eine Sprache, die du momentan lernst. Bei mir persönlich waren das jetzt Deutsch und Koreanisch. Und das Ganze machen halt alle Leute auf diese App und deswegen weiß diese App, wer welche Sprache lernt, wer welche Sprache kann. Und mische dich da mit verschiedenen Personen zusammen, die die Sprache, die du lernst, muttersprachlich sprechen und deine Muttersprache lernen. War das verständlich? Das heißt, du hast so einen kleinen Feed mit ganz vielen Bildern und Momenten, die von anderen Leuten gepostet werden, die auf deiner gelernten Sprache sind. Ich zeige euch das mal hier kurz. Das heißt, ich habe jetzt hier ganz viele Momente, die in Koreanisch oder Deutsch geschrieben werden und kann diese Sachen, die auf Deutsch geschrieben sind, korrigieren oder einfach die Momente auf Koreanisch mir durchlesen und versuchen, sie zu verstehen. Außerdem gibt es links diesen Chatbereich, wo du Leute anschreiben kannst, die halt diese Sprachen sprechen und diese Sprachen lernen.
Und ich habe da schon mit sehr, sehr tollen Leuten geschrieben und mit sehr, sehr netten Leuten auch geschrieben. Und das ist ziemlich lustig, weil wir schreiben dann immer so einen Mischmasch zwischen Koreanisch und Deutsch. Und es gibt dieses Tool, dass man die Nachrichten korrigieren kann. Das heißt, wenn jemand mir irgendwas schreibt, wo die Grammatik ein bisschen falsch ist, dann kann ich darauf klicken und das Ganze korrigieren. Und das machen diese KoreanerInnen auch bei mir. Und das heißt, diese anderen Leute korrigieren meine Nachrichten. Und so haben einfach beide Parteien was davon und lernen sich so kennen und kommunizieren und lernen dabei die andere Sprache. Ich glaube, das Licht verändert sich gerade sehr, was wird bei mir gerade dunkel und ich habe das Gefühl, dass gleich ein Gewitter aufkommt. Die nächste App heißt Forest, also quasi wie der Wald. Und bei dieser App kannst du auch Bäume pflanzen. Leider pflanzt du keine richtigen Bäume, aber du pflanzt imaginäre Bäume. Was auch cool ist. Du pflanzt die ganzen Bäume aber nicht ohne Grund, sondern das Ziel, was du hast, ist nicht an dein Handy zu gehen. Jetzt sind wir gerade schon beim Thema Produktivität und Handy und die Aufgabe ist nicht ans Handy zu gehen, was ein bisschen paradox ist, aber eigentlich ist es ganz simpel. Wenn du nämlich irgendwelche Aufgaben machen musst und nicht in dein Handy gehen möchtest, kann es ja einfach so sein zu sagen, ich gehe nicht ran. Und im Endeffekt geht man dann doch ran. Aber mit dieser App schaffst du es nicht ran zu gehen, denn in dieser App kannst du dir einen bestimmten Zeitraum auswählen, in dem du nicht an das Handy gehen darfst. Und wenn du es doch machst, dann stirbt dein Baum. Das heißt, bei jeder Zeit, in der du nicht am Handy warst, pflanzt du einen Baum. Wenn du rangehst, stirbt der Baum. Und wir wollen natürlich nicht, dass der Baum stirbt. Und deswegen bleiben wir vom Handy weg. So einfach ist das Ganze. Falls du noch eine App-Empfehlung hast, schreib sie mal sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten nicht vergessen, dass ich auch noch ganz viele andere Videos verlinkt habe in der Infobox. Und dann sehen wir uns auch schon sehr bald wieder. Danke fürs Zugucken. Tschüss.